Hallo und guten Abend. Heute ist Dienstag, der 12. Mai 2020 und ich melde mich wieder mit meinem Tagebuch aus dem Klinikum Rheine in der Matthias-Stiftung. Ja, man sieht schon, ich habe wieder mein Grünzeug an. Ich war heute Nachmittag im OP und ich habe eine Nierentumoroperation gemacht, wo ich allerdings die Niere erhalten konnte. Und das war auch gut in meinen Zeitplan von dieser Woche eingepasst. Und das zeigt mal wieder, es gibt durchaus Operationen, die zwar dringlich sind, aber planbar sind. Und ich hatte mit der Patientin direkt vor meinem Urlaub, als sie mir vorgestellt wurde, abgesprochen, dass erstens keine Gefahr besteht, 1, 2 oder 3 Wochen zu warten. Und wir hatten dann nach einem Termin geguckt, wo das bei mir passt, dass ich dann in Ruhe die Operation machen kann. Und ist auch alles glatt gelaufen und für die Patientin gut, dass die Niere drin geblieben ist und vor allen Dingen auch der Nierenkrebs jetzt raus ist. Das ist das eine. Also es gibt immer noch etliche Operationen, die man terminieren kann. Es muss nicht unbedingt bei jeder Erkrankung sofort die Operation gemacht werden. Und das ist nochmal ein Hinweis von dieser Stelle. Wir Mediziner können in den einzelnen Fachbereichen durchaus einschätzen, wann eine Operation wirklich dringlich ist, wann die sofort und schnell gemacht werden muss, auch in der Corona-Zeit und wann es eben halt auch planbar ist. Und bei diesen planbaren Operationen, da kommen wir jetzt immer mehr zu. Es wird ja immer mehr geöffnet und vorbereitet für diesen Bereich. Und da geht auch schon die nächste hin. Heute Morgen und bis in die Mittagszeit hatte ich einige Gespräche und Diskussionen und auch Runden, wo wir die Zukunft weiterentwickelt haben, zum Beispiel die Zukunft der Fallbesprechung. Ich habe das in den letzten Wochen ja immer mal wieder erwähnt, wo wir vor allen Dingen die Corona-Fälle besprochen haben. Inzwischen hat sich gezeigt, dass wir durchaus von dieser Besprechung als Klinikum profitieren, dass wir eben ganz kurz, ganz schnell bestimmte Patienten in der großen Runde, das heißt also verschiedene Abteilungen, eben gemeinsam besprechen. Und in diesen wenigen Minuten können wir dann durchaus viel gescheiter Abläufe planen und absprechen, dass insgesamt die Diagnostik und Therapie bei den Patienten dann schneller läuft. Auch dieses ist etwas, wo wir, glaube ich, von profitieren können aus der Corona-Zeit, also dass das Ganze auch was Gutes hat und das werden wir weiterentwickeln. Wir sind da noch am Suchen, wie wir es am schnellsten tatsächlich hinkriegen, diese Sitzung, dass für jeden Einzelnen der Beteiligten dann der kürzeste Zeitaufwand besteht und trotzdem die Patienten und wir als Mitarbeiter davon profitieren. Eine andere Sache, die wir jetzt fein regulieren, ist natürlich die ganze Wiederaufnahme von Patienten mit normalen Erkrankungen und auch planbaren elektiven Operationen, die aber trotzdem gemacht werden müssen. Also nicht jetzt unbedingt Krebsoperationen, Beispiel Leistenbruch oder sowas. Alles diese Sachen kommen ja jetzt auch wieder. Oder bei uns in der Urologie die normale, gutartige Prostatavergrößerung, auch eine Operation, die man sehr gut planen kann. Und da kommt es tatsächlich nicht auf 1, 2 oder 6 Wochen an. Es gibt aber immer den Zeitpunkt, wo der Urologe draußen dann sagt, so, jetzt müssen Sie in die Klinik gehen, da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Aber auch dann ist immer noch dieser planbare Zeitraum. Und da gibt es natürlich diese drei Gruppen, die in die Klinik reinkommen. Die müssen natürlich auch möglichst Corona-frei in die Klinik reinkommen. Also das Personal, die Patienten und auch die Besucher bzw. Begleitpersonen. Und da muss man genau gucken, dass man für alle Beteiligten möglichst schnelle Abläufe hinkriegt, die außerdem sicher sind. Denn zum Schutz der Patienten, die hier schon im Krankenhaus sind und zum Schutz der Mitarbeiter, die hier arbeiten. Und da ist beim Personal als erstes, da setzen wir auf die kritische Selbstkontrolle, dass wirklich jeder guckt, wer Symptome hat, bleibt zu Hause und überprüft sich dann draußen, ob tatsächlich eventuell eine Corona-Infektion vorliegen kann oder nicht. Oder eine andere Infektion kann ja auch sein. Und dann, das funktioniert gut, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt andere Krankenhäuser, die machen bei jedem, ob Personal ist oder Besucher, machen die immer eine Temperaturkontrolle. Ja, kann man machen, aber Fieber ist halt nur ein Symptom von vielen Symptomen und das führt zu einer falschen Sicherheit. Wir fahren dann einen anderen Weg, wir machen eine Befragung von mehreren Symptomen und setzen da einfach in ein klein bisschen auch Grundvertrauen in die Menschen, die zu uns kommen. Das heißt, wir werden jetzt jeden Patienten vorher anrufen und genau in der Regel am Abend oder Nachmittag vorher, bevor die ins Krankenhaus reinkommen und diese Patienten befragen, haben sie erhöhte Temperatur oder Schüttelfrost aktuell oder in den letzten 1, 2 Tagen gehabt? Haben sie Husten oder eventuell Trockenhusten sogar? Besteht eine neu aufgetretene Atemnot? Haben sie Zeichen eines grippalen Infektes, Schnupfen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen?
haben Sie eine akute Durchfallerkrankung oder auch Störung des Geschmacks- und Geruchssinnes. Und mit diesen Symptomen kann man das schon sehr gut eingrenzen. Und da ist Fieber halt nur eins von diesen mehreren Symptomen. Und deshalb setzen wir auf diese Befragung und die auch wirklich unmittelbar vor dem Krankenhausbesuch. Und dann findet natürlich auch noch diese Umfeldbefragung statt. Die gehört natürlich damit zu, dass wir jeden Patienten jetzt demnächst fragen, haben Sie selbst Corona schon gehabt oder vor kurzem oder liegt ein Abstrich vor oder waren Sie in Quarantäne, Mitglied aus dem Haushalt in Quarantäne oder eventuell positiv getestet oder hatten Sie Kontakt zu einer Corona-positiven Person? All das sind diese Fragen, damit können wir das sehr gut eingrenzen. Diese Fragen sind leider notwendig und der Friseur, man sieht es, ich war ja auch letzte Woche beim Friseur, schönen Gruß an Artifex. Auch da werden diese Fragen gestellt und die machen das ja nicht nur, weil die das machen müssen, sondern weil ja ein Sinn dahinter steht. Und gerade bei uns hier im Krankenhaus ist natürlich der Sinn noch höher, weil wir nicht nur unsere Mitarbeiter, die natürlich auch schützen wollen, sondern auch die kranken Menschen, die bei uns zur Behandlung sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Fragen jetzt demnächst immer und auch bei jedem wirklich stellen und das auch jetzt ausrollen für alle, die auch nur ambulant hier vorbeikommen. Auch da müssen wir natürlich diese Fragen machen. Bei Besuchern geht das auch, da machen wir es aber nicht im Vorfeld. Wir wissen ja nicht, wer wann besucht, sondern die müssen das beim Eingang ins Krankenhaus machen. Aber bei denen, wo wir es vorbereiten können, wollen wir es vorbereiten. Da sind wir gerade am Feintunen, wer wann, wie, wo diese Fragen dann dem Patienten stellt und wie wir das dann im Ablauf genau machen. Das wird in den nächsten ein, zwei Tagen mit jeder Abteilung durchgesprochen und dann genau festgelegt, sodass wir dann diesen Ablauf haben, der uns sicherlich dann einige Zeit begleiten wird. Ja, das wär's für heute. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Ich freue mich auf, heute gibt's Pizza, wenn es interessiert oder auch nicht, aber ich freue mich drauf und ich wünsche jetzt alle einen schönen Abend und bleibt gesund.